Und ich hoffe, hier kriegen wir durch auch noch ein paar Herzen, damit wir nach und nach tatsächlich ja, die Berufe freischalten von den Monstern. Es gibt sehr viele Berufe. Hallo. Nee, eigentlich nicht. Besuch das Lesung. Unglaublich. Alle Monsterparkpläne, die ihr Gruppe missführt, werden im magischen. Okay, im Monsterpark wurde mit dem Bau eines neuen Domizils begonnen. Der Bau sollte am kommenden Morgen abgeschlossen sein. Okay. Das heißt, wir übernachten irgendwo. Wie es aussieht. Ich bin sehr gespannt. So, wir übernachten jetzt mal. Wir haben hier keine Herberge. Das heißt, wir teleportieren uns jetzt eigentlich nach Butzbüttel, würde ich sagen, und schlafen zu Hause. Aber da habe ich zu schnell geklickt. So, eine Übernachtung machen. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, was dieses Beruf Monster tatsächlich für eine Auswirkung hat. Diese Monsterung oder wie das da heißt. So, ich leg mich jetzt aufs Ohr. Alle schlafen in einem Bett. Dann hoffe ich mal, dass es geklappt hat. Das interessiert mich jetzt mal. Teleportation, Zuflucht. Und ich habe das Gefühl, dass er noch mehr Pläne gibt. Ich dachte, das wäre jetzt der Monsterplan. Das war ja das allererste Mal, dass ich sowas gefunden habe. Naja. Einfach mal gucken jetzt. Was jetzt passiert ist. Ist hier eine Veränderung eingetroffen? Nö. Nö. Nö, hier hat sich nichts geändert. Da liegt ein Buch auf dem Tisch. Wie es scheint, kannst du damit im Monsterpark an jeden beliebigen Ort reisen. Wohin würdest du gerne aufbrechen? Die Wiese. So, und jetzt? Wenn ihr verschiedene Domizile reisen wollt, seid ihr im richtigen Ort. Sag mal, fahrt doch nur hin. Also, ich habe doch ein neues Domizil geholt. Oder nicht? Hä? Hat es nicht funktioniert? Und hier ist auch nichts Neues. Nö. Keine Ahnung. Irgendwie hat es nicht funktioniert. Irgendwie bin ich gerade zu blöd dafür. Baue bis zum Morgen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wo die ganzen Warum sind auf der Wiese keine einzigen Monster? Ist das schon merkwürdig? Tut mir leid, aber noch kümmert sich niemand um Monsterpark.
Es ist immer noch nicht so, wie ich es dachte. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich dachte, ich habe jetzt hier irgendwie das Mega-Duper-Hyper-Item gefunden und irgendwie passiert da gerade nichts. Keine Ahnung. Ich schicke zwar Monster die ganze Zeit im Park, aber irgendwie landen die nicht dort oder ich habe das dumme Ziel nicht freigeschaltet oder so. Ich weiß es nicht. Hier muss ich auch mal gucken, dass ich die Stadt weiter erforsche. Also ich habe die letzte, warte mal, die letzte Person war dieser, der Metallschleim. Die war, glaube ich, hier oben. Und sie gibt ja uns eigentlich immer Anweisungen, beziehungsweise eine Neuerung hier. So. So, auf meine Suche nach Blobbert habe ich eine Bekanntschaft eines seltsamen Priesters gemacht. Er sagte, er trauere um all diejenigen, die von seinen Brüdern getötet worden waren und wolle ihnen eine Reverse erweisen. Es heißt, er habe sich auf den Weg gemacht, um an der gigantischen Statue irgendeines Geistes für die Seele verstorben zu beten. Gigantischen Statue? Also wer das weiß, wo das ist, der kann es mir bitte in den Kommentaren reinschreiben. Wo ich den nächsten Pionier-Typ hier finde, oder nächstes Monster in Menschengestalt. Ja, gucken wir mal. So, jetzt, jetzt gehen wir auf Info und gehen auf Tafelfragment. Und wir haben jetzt, ich spüre eine Anwesenheit einer Tafel in der Gegenwart. Ihr werdet im Bildnis des Geistes des Landes ziemlich weit oben suchen müssen. Ich spüre eine Anwesenheit, Maximus. Und das war's eigentlich schon. Das heißt, komme ich da jetzt noch weiter? Gucken wir mal, was jetzt der Typ sagt. Wir haben jetzt den Helm gefunden. Können wir jetzt hier noch weiter was machen? Wenn nicht, dann nächste Fragmente einsetzen. Um Rat bitten. Nein. Wie ist das überhaupt möglich? Man sagt mir, dass das nächste Podest, das ihr vervollständigt, euch eine ganz neue Welt zugänglich machen wird. Hört sich für mich danach an, als solltet ihr alles Notwendige tun, um dorthin zu kommen. Das heißt, wenn ich alle Podeste von einem hier fertig habe, komme ich an einen neuen Ort. So, gucken wir mal. Wir haben hier einige verschiedene Farben. So, was haben wir denn hier? Haben wir da? Davon haben wir einen. Okay, ein gelbes. Dann rote haben wir auf jeden Fall. Und grüne haben wir auf jeden Fall. So, ist halt die Frage. Nein, das ist Quatsch. Hier unten. Oh, hier haben wir eine komplette Insel. Moment. So. Und so. Ja, den will ich aber. Ich will jetzt noch nicht da rein. Ich wollte erstmal aktivieren. So. Weil wir haben hier noch mehr, ne? Da gibt's ja
noch so einiges an Fragmenten. Blaue haben wir, glaube ich, nicht, aber grün haben wir noch. Oder? Ne, blaue haben wir nicht, ne? Ich meine nicht. Nein. Grüne haben wir noch. Und dann gucken wir mal, wo wir die anderen einsetzen können. Keine Ahnung. Wie sieht's hier eigentlich aktuell aus? Oh, hier können wir die öffnen. Warte mal, bevor ich den jetzt aktiviere, haben wir hier irgendwas. Tatsächlich, hier haben wir auch noch einen Teil. Das heißt, ich habe zwei Inseln, die ich besuchen werde. Ich würde sagen, wir machen jetzt mit der hier weiter, weil wir rot schon einiges haben. In grün haben wir nicht so viel. Tatsächlich. Wir gehen jetzt hier auf dieser kleinen Insel. Gehen wir weiter. Oder auch nicht, obwohl... Ja, doch, ein bisschen Zeit habe ich noch. Ja, und das trifft sich sehr gut, weil da sind aktuell die Monster, die wir gesehen haben. Finde ich nicht schlecht, also... Perfekte Wahl getroffen. Das heißt, ich kann quasi hier jetzt auch weiter leveln. Aber ich möchte jetzt erstmal in die nächste Stadt. Oder so rein, oder was auch immer. Kleine Brücke von Frommfelde. Ist hier irgendwas Besonderes? Frommfelde erwartet euch. Danke. Ah, hier ist jemand. Was wird das, wenn ich fragen darf? Spielt ihr Verstecken oder so etwas? Hallo? Psst. Wollt ihr wohl still sein, wenn sie uns finden? Sind wir geliefert? Ihr seid wohl nicht von hier, was? Ich muss euch warnen, im Dorf ist etwas Fürchterliches geschehen. Nein, genug davon. Ich will keine fremden Leute in unser Leid mit hineinziehen. Ich kann euch nur sagen, dass ihr hier nicht sicher seid. Überlasst uns unseren Schicksal und verschwindet von hier, solange ihr noch könnt. Ja, das hört sich auf jeden Fall dann an, dass sie Hilfe brauchen. Und das lasse ich definitiv nicht auf mir sitzen. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ein Drachenknappe. Aha. So, haben wir hier irgendwas? Ah, was? Ich war jetzt irritiert. Ich wollte eigentlich nur mal kurz angucken. Was? Ein Känguru mit einem Schwert? Oder Schwertsherr? Schlitzerillas oder so. Und noch irgendwie ein anderes Vieh. Haxer. So, abwehren. Dünne Luft. So, Zauber hast du gesagt. Du hast Krach Saus. Mittelheilung kannst du. Lässt eine Gruppe von Feinden in einen Lichtblitz verschwinden. Duldsamkeit. Und Hausentanz. Na denn. Drachenwirbel sollte ausreichen. Easy. So, Frommfelde. Ich komme, Frommfelde. Aber ich werde hier gerade aufgehalten. Leider. So, das heißt, Ritter Roland will ich auf jeden Fall jetzt ein paar Monster beibringen. Monsterberufe. Mal gucken, was er so dann später drauf hat. Ah, okay. Ein Schlitzilla. Erwartung ist darüber anscheinend. Kümmern. Monsterpark erzählen. Ja. Gehe hin, obwohl da nichts ist. Ich blick da mit dem Monsterpack nicht durch, ganz ehrlich. Ist so. Es gibt wahrscheinlich, wie gesagt, es gibt schon mehrere Pläne.
So, abwehren alle. Vakuumwirbel. Und fertig. So, jetzt möchte ich gerne mal hier rein. Frommfelde, hallöchen. Hey da, wo wollt ihr denn hin? Wer seid ihr überhaupt? Haben die Habsburger euch etwa geschickt? Nö. Warte, sei nicht vorlässig, sieh doch mal genauer hin. Das sind keine Habsburger. Freunde, wir sind nur müde Reisende, die euer Land durchqueren möchten. Wir sind erst kürzlich hier angekommen und müssen zu unserer Schande gestehen, dass wir kaum etwas über euer faszinierendes Reich wissen. Wer, wenn ich fragen darf, sind die Habsburger? Nun, fürs Erste will ich euch Glauben schenken. Die Göttin soll euch niederstrecken, wenn ihr lügt. Die Habsburger sind ein kirchliches Haufen, der in einem Königreich südlich von hier lebt. Na, was heißt südlich? Wenn ihr nach Süden segelt, kommt ihr dort an. Jedenfalls versuchen sie seit einiger Zeit immer wieder in unsere friedlichen, gottgefälligen kleine Heimat einzufallen. Darum stehen wir hier auch Wache. Warum sollte ein großes, wichtiges, klingendes Imperium so ein kleines Kuhdorf erobern wollen? Habt ihr hier irgendwelche sagenhaften Reichtümer versteckt oder so etwas? Woher zum Kuckuck? An eurer Stelle würde ich nicht so viele Fragen stellen. Es könnte nämlich sein, dass euch die Antworten nicht gefallen. Wie dem auch sei, ihr dürft hineinkommen. Macht nur keinen Ärger, klar? Ärger können wir in Frommfelde nämlich gar nicht leiden. Wenn ich schon sage, wie führen ein einfaches göttingefälliges Leben. Ruht euch aus, kauft euch was ihr benötigt und verschwindet bis zum Morgen, verstanden? Okay. Hört sich interessant an. Aber ich schaue mir jetzt erstmal das hier an. Was haben wir denn so? Ein Morgenstern. Drachenpeitsche. Seenklinge. Eiszapfendolch. Okay. Können wir die Truhe öffnen? Bekommen ein Stahlbreitschwert, was unser Roland schon besitzt. Und bekommen Zauberwasser. Dann können wir eigentlich in Estat auch die Truhe öffnen, oder? Wir haben da jetzt einen Zauberschlüssel. Meine ich. Vielleicht gibt es ja was Geiles. Gut, aber wie sehr kann man hier nicht speichern? Deswegen reisen wir tatsächlich zurück. Gehen kurz nach Estat rein. Und dann können wir dort abspeichern. Ich habe da keine Kirche gesehen. Oder irgendwas auf der Karte. Und dann schauen wir uns hier beim nächsten Mal um. Was hier genau zwischen Frommfelde und Habsburg stattfindet. Und scheint wohl, dass sie irgendwelche Schätze bei sich haben, wo es sich lohnt, dieses kleine Dörflein zu erobern. Wer weiß, wer weiß. Also ich meine, das ist der Schlüssel jetzt für die Tür. Ich bin gespannt. Irgendwo habe ich auch noch irgendwelche Truhen liegen gelassen, ne? So, Teleportation, Estat. Ich hoffe, es passt. Mit dem Zauberschlüssel.
Und hoffentlich gibt's da was Geiles. In der Truhe. So. Und? Nö. Keine Ahnung, wofür der Zauberschlüssel ist. Aber es funktioniert doch nicht. Schade. Das heißt, ich brauche trotzdem noch den Universalschlüssel. Naja. Gut, wir speichern aber hier ab und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich werde auf jeden Fall noch mit den Berufen weitermachen und dann hoffe ich mal, dass wir im nächsten Mal tatsächlich unsere, ja, beziehungsweise von den anderen drei, bis auf Roland, die letzten Berufe erlernen. Also die letzten Berufe, die ich erlernen möchte. Dennis als Held, Maribel als Druiden und Ruf als Champion, glaube ich, war das. Und ja, Roland wird dann quasi einfach als Monster missbraucht. Und ich bin dann gespannt. Lasst mich wissen, wie euch das Projekt gefällt. Per Kommentar, per Daumen hoch, Hilfestellung in Kommentaren. Sind sehr, sehr gerne gesehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das war's für diese Woche mit Dragon Quest 7 Fragmente der Vergangenheit. Wir sehen uns also. Bis dann.